Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive-Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine Interviewfolge. Zu Gast, ich glaube, den Gast kann ich direkt vorstellen und dann bringe ich mal den Link, woher ich ihn kenne. Herzlich willkommen, Herr Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Hallo. Herr Dr. Zittelmann, wir haben ja heute unseren allerersten Kontakt hier. Aber ich habe mit Ihnen schon viele, viele Stunden verbracht. Ah, indirekt. Indirekt. Also ich habe einige Podcast-Interviews von Ihnen konsumiert, die mir super gefallen haben. Und das erste Buch, was ich von Ihnen wirklich von der ersten bis zur letzten Seite durchgearbeitet habe, war Setz dir größere Ziele, das Geheimnis erfolgreicher Persönlichkeiten. Also für alle, die jetzt zuhören, das ist auch eine Literaturempfehlung. Also die Bücher, die ich jetzt gleich vom Herrn Dr. Zittelmann vorstelle, genau, das ist, ich habe dieses Buch so genossen und ich habe danach gedacht, was für ein geiler Job, sich knapp 100 Biografien und Autobiografien durchzulesen und dann daraus dieses Buch zu machen mit der eigenen Interpretation. Also, erste Empfehlung ist, Setz dir größere Ziele, ein sehr, sehr schönes Buch. Das zweite Buch, was ich dann gelesen habe, ist Reich werden und bleiben, der Wegweiser zur finanziellen Freiheit. In diesem Buch war für mich, also dieses Buch unterscheidet sich von allen, wie werde ich Reichratgebern, so komplett dadurch, dass es einfach unwahrscheinlich sachlich ist, gewissenhaft recherchiert ist, viele Statistiken und Zahlen drin, viele Dinge, die für mich ein Augenöffner waren. Also wenn ich drei Bücher zum Thema Geld empfehlen sollte, dann wäre das auf jeden Fall dabei. Reich werden und bleiben. So, danach, ich mache erstmal die Einleitung. Herr Dr. Zittelmann, ich gebe Ihnen gleich das Wort. Danach kam dann die Psychologie der Superreichen. Das war für mich auch ein Augenöffner. Einfach wie die Superreichen denken. Was für ein Mindset. Wahnsinnig gut. Auch hier wieder, das schätze ich an all Ihren Büchern. Es ist so gewissenhaft recherchiert. Es sind nie vage Pauschalaussagen, sondern da ist immer eine Quelle dabei und es ist immer nachvollziehbar und das genieße ich sehr. Also das ist ein dicker Schinken, aber ein Augenöffner auch gewesen in vielen Bereichen. Dann das Vorletzte, und da möchte ich gleich gerne ein bisschen tiefer darauf eingehen, das ist, wenn du nicht mehr brennst, starte neu. Mein Leben als Historiker, Journalist und Investor. Da geht es um Sie. Das ist Ihre Autobiografie. Und das ist sehr, sehr schön auch wieder zu lesen. Und das Buch sollte man sich nur dann kaufen, wenn man vorher schon andere Bücher von Ihnen gelesen hat und sagt, ich bin neugierig, wer ist das? Wer ist diese Persönlichkeit? Und da komme ich gleich auch ein bisschen näher drauf. Und dann das erste Buch, was ich mir nicht gekauft habe von Ihnen, ist Die Kunst des erfolgreichen Lebens. Das habe ich nämlich von Ihnen geschenkt bekommen. Vielen Dank dafür. Und für all die, die meinen Podcast regelmäßig hören, das ist ein Buch, das hat über 300 Seiten. Und es ist im Grunde genommen eine Zitatefolge, so wie meine Zitatefolgen im Podcast sind, als Buch. Das heißt, es gibt Oberthemen und zu jedem Oberthema gibt es dann ein paar sehr schöne Zitate, ältere Zitate, neuere Zitate und die werden dann interpretiert. Also auch ein unheimlich schönes Buch. Das ist auch was für abends vorm Einschlafen, das ist was für einen Urlaub und so weiter. Ein sehr schönes Buch für jemanden, der Zitate mag. Also, sensationelle Bücher. Ich habe jetzt 5 Stück empfohlen. Die habe ich alle 5 teilweise nicht ganz durchgelesen, immer nur selektiv gelesen, aber alle 5 sind für mich richtig, richtig klasse, weil Sie, Herr Dr. Zittelmann, eine ganz eigene Meinung haben. Erstens, Sie sind, also im DISC-Persönlichkeitsmodell würde man sagen, ein hoher gewissenhafter Anteil.
Also man wird ja auch nicht Historiker, wenn man nicht wirklich sich für Details interessiert. Und Sie haben ja auch sich zum Beispiel da sehr stark mit Adolf Hitler auch beschäftigt. Das wagt ja sonst keiner anzufassen. Und das ist die Kombination, die ich besonders schätze. Gewissenhaftigkeit, Details und auch Themen anzugreifen, die andere Leute niemals anfassen würden. Und so ist auch die Art und Weise, wie sie sich äußern. Sie haben eine eigene Meinung. Sie plappern nicht einfach was nach, sondern sie haben sich zu einem Thema informiert, sie haben recherchiert und daraus dann ihre Meinung gebildet und geben die auch kund. So, letzter Gedanke in der Einführung ist noch, letztes Jahr waren wir beide auf dem Immopreneur-Kongress in Darmstadt. Ich durfte der Redner nach Ihnen sein und Sie waren auf der Bühne und hatten ein weißes T-Shirt an, auf dem stand, ich liebe Kapitalismus. Also bei dem Publikum natürlich super, aber wenn Sie damit in bestimmten Stadtvierteln Ihrer Heimatstadt Berlin unterwegs sind, kann es sein, dass Sie doch sehr viele Kontakte machen, die Sie sich gerne erspart hätten. Also, was ich sagen will, ich bewundere Ihre Art, ich bewundere Ihre Arbeit und freue mich jetzt sehr darüber, dass wir beide dieses Podcast-Interview haben. Inwieweit finden Sie sich da wieder in dem, was ich jetzt schon beschrieben habe? Ich freue mich natürlich sehr darüber, weil das ist ja das, wofür ein Autor auch Bücher schreibt. Das wissen Sie auch. Wer Bücher schreibt, um Geld mitzuverdienen, der hat die falsche Tätigkeit gewählt, ja? Sondern warum schreibt man Bücher? Um bestimmte Botschaften rüberzubringen, auch weil man eitel ist natürlich. Ein Mensch, der nicht eitel ist, der schreibt nie im Leben Bücher, hat schon Thomas Mann gesagt oder Reich Ranitzky hat das mal gesagt. Ja, und da ist natürlich, höre ich das gerne, gerade auch von jemandem wie Ihnen, wenn dann die Bücher gelesen werden und auch Anerkennung finden. Und ich freue mich auch auf unser Gespräch und bin neugierig auf Ihre Fragen jetzt. Sehr schön. Was mir auch noch wichtig ist, es gibt halt Menschen, die haben Bücherwissen und geben dieses Bücherwissen wieder. Und dann gibt es Menschen, die wie Sie auch wirklich beweisen können, dass sie von dem Ahnung haben. Eine Mitarbeiterin aus meinem Team war vor einiger Zeit auf einem Seminar, ich glaube von Bodo Schäfer und Jürgen Höller. Und sie waren dort auch Teilnehmer. Und Bodo Schäfer hat sie dann, glaube ich, vor versammeltem Publikum auch gefragt, sagen Sie, Herr Dr. Zittelmann, wie viel Geld haben Sie denn? Und dann wurde mir gesagt, Ihre Antwort war in dem Moment, Herr Schäfer, wenn Sie Ihr Vermögen offenlegen, dann kann es sein, dass ich darüber nachdenke, meins möglicherweise auch offenzulegen. Aber Sie fangen an. Das war's gewesen, ja. Ja, und das finde ich auch sehr schön. Also Sie sind sehr vermögend und Sie haben den Zugang zu den Menschen, die auch sehr vermögend sind. Und Sie reden nicht über Theorie, sondern Sie haben diese ganzen Interviews selber geführt, auch mit den Superreichen. Und Sie haben selber auch bewiesen, dass Sie mit Immobilien und anderen Dingen viel, viel Geld verdient haben. Und deswegen würde ich gerne reingehen in das Kapitel 15 von Ihrer Autobiografie, Wenn du nicht mehr brennst, starte neu. Und das Kapitel 15 sind Ihre 12 Lebensregeln. Ich glaube, dass jeder Zuhörer aus Ihren Lebensregeln unglaublich viel lernen kann und ableiten kann. Und wir haben das jetzt nicht abgesprochen. Ich würde mit Ihnen einfach gerne da reingehen. Ihre 12 Lebensregeln. Ich gebe Ihnen ein Stichwort und Sie sagen mir, was sich hinter dieser Regel verbirgt. Das ist jetzt so mein Plan für die nächsten Minuten. Passt das so für Sie? Gerne? Ja. Okay. Erste Lebensregel ist, traue dich, sehr selbstbewusst zu sein und sei bescheiden im Lernen. Ja, das klingt ja zunächst mal wie ein Widerspruch oder könnte für den einen oder anderen so klingen. Also Bescheidenheit auf der einen Seite und Selbstbewusstsein auf der anderen Seite. Aber ich glaube, dass das beides zusammenpasst und zusammengehört. Also selbstbewusst durchaus jetzt nicht einfach so, ich bin der Größte, sondern
Selbstbewusstsein muss ja auch mit Tatsachen unterlegt sein. Ja, also bei mir kommt auch das Selbstwertgefühl daher von Dingen, die ich im Leben erreicht habe, von meinen Erfolgen. Aber dann sage ich das auch und dann stelle ich mein Licht unter den Scheffel. Ist übrigens das nächste große Buchprojekt, an dem ich arbeite. Das heißt Genies der Selbstvermarktung. Und da geht es über Leute wie Stephen Hawking, den Physiker, und Albert Einstein, aber auch Leute wie Arnold Schwarzenegger oder Muhammad Ali, oder ist auch sogar Prinzessin Diana. Und das sind alles Leute, die also auch sich selbst vermarktet haben und sich getraut haben, auch selbstbewusst zu sein. Aber auf der anderen Seite, die Bescheidenheit im Lernen, die ist halt ganz wichtig. Und ich will mal ein Beispiel von mir erzählen. Es wird ja durch Beispiele deutlicher eigentlich in meinem Leben. Ich war damals bei der Tageszeitung Die Welt Ressortleiter, also eines unter dem Chefredakteur, und hatte aber irgendwo die Idee, mal auch andere Dinge zu machen. Ich hatte da auch interne Auseinandersetzungen und habe dann überlegt, irgendwo auch in den Bereich Vertrieb Immobilien reinzugehen. Damals habe ich auch überhaupt gar keine Ahnung davon gehabt. Null, also gar nicht so. Ja, aber ich hatte diese Idee, einfach, kommen wir vielleicht noch drauf, weil ich reich werden wollte und hatte irgendwo in den Krimis immer gesehen, die Immobilienleute, die sind reich, und habe gedacht, vielleicht ist es keine schlechte Idee. Und dann habe ich aber einen getroffen, der hat mich verstanden, der hat Versicherungen verkauft, damals für die Volksfürsorge, und der hat gesagt, bevor Sie in den Immobilienbereich reingehen, lernen Sie doch erstmal verkaufen überhaupt. Ja? Und ich dachte, ich habe ein Talent dafür, ja, aber natürlich muss man da viel lernen. Und dieser Mann, mit dem ich es gemacht habe, der hatte nur Realschulabschluss und hat auch Berlinert und war also jetzt genau das Gegenteil von mir, ich hatte meinen Doktortitel so von der intellektuellen Seite. Aber ich habe von denen gelernt. Und ich habe mich mit den anderen hingesetzt abends in die Schulung, überwiegend einfache Leute, und bin mit dem von Tür zu Tür gegangen, richtig durch die Hochhäuser, habe geklingelt, Kaltakquise gemacht. Und da war ich mir nicht zu schade für. Ich habe nicht gesagt, ich bin ja der Herr Doktor, ich habe schon so viele Bücher geschrieben, warum soll ich jetzt hier diese einfache Arbeit machen durch die Hochhäuser? Nee, ich habe gesagt, du lernst das von der Pike auf, weil hier zählt dein Doktor gar nichts und hier zählen ganz andere Dinge. Und hier konnte ich von dem Mann, der also rein von der Bildung oder vom Intellektuellen mir natürlich weit überlegen war, konnte ich eine Menge lernen, wo der mir total überlegen war. Und so habe ich es immer im Leben gehalten. Auch wenn man ins Fitnessstudio geht, da musst du lernen, wie du die Muskeln aufbaust. Ich bin ja von Natur aus sehr dünn. Da kannst du nicht erwarten, dass, weil du jetzt in der Uni der Beste warst, was bei mir der Fall war, ich habe mit 1,0 abgeschlossen, dass du dann irgendeinen Bonus kriegst im Training. Nee, das sind alle gleich erstmal. Da zählt nur, wer hat mehr Muskeln und wer weniger. Alles andere ist völlig uninteressant. Und deswegen also diese Bescheidenheit im Lernen, die ist schon wichtig. Und ich denke, selbstbewusste Menschen, die wissen auch, was sie können. Das ist Selbstbewusstsein. Ja? Die wissen aber auch, was sie nicht können. Und die haben Freude dran zu lernen. Und ich finde, das Schönste ist doch, wenn wir morgens aufwachen und abends gehen wir dann zu Bett und können sagen, ich bin heute klüger geworden, als ich morgens früh war. Und da gehört natürlich immer schon auch diese Bescheidenheit im Lernen und Freude am Lernen vor allen Dingen dazu. Sensationell. Vielen Dank. Zweite Lebensregel. Sieh die Welt, wie sie ist, nicht wie du sie dir wünschst, und nicht, wie man sie sehen soll. Ja, das gibt ja viele Menschen, die so Wunschdenken verwechseln mit der Realität. Und das Erste, um erfolgreich zu sein, ist ja wichtig, dass man die Realität so sieht, oder versucht so zu sehen, wie sie ist. Ja? Und das ist übrigens ein Problem, was viele Unternehmer auch haben. Die sind Optimisten. Ja? Also wenn man jetzt totaler Pessimist ist, ist sehr unwahrscheinlich, dass jemand Unternehmer wird. Aber dieser Optimismus, der schadet auch in gewissen Situationen, wenn man dann sich die Sachen so schön redet, wie man sie sich wünscht. Also ich sage mal vielleicht wieder ein aktuelles Beispiel. Ich bin ja im Immobilienbereich tätig und da haben wir jetzt in Berlin doch eine sehr negative Situation, wo mit gesetzlichen Vorgaben, Maßnahmen Investoren geschädigt werden. Und da gibt es aber immer noch welche, die sich das irgendwie schönreden, so nach dem Motto, ach, komm, es wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird, und
das kann ja gar nicht so sein. Und das habe ich oft erlebt in vielen Phasen, dass sich die Leute dann die Sachen schönreden, meist so nach dem Motto, und also schließt der Messer scharf, das nicht sein kann, was nicht sein darf. Ja? So, und das ist so etwas, wo man sich natürlich selbst großen Schaden zufügt, wenn man sich selbst betrügt. Also ich bin von meinem Naturell auch ein Optimist, aber durchaus auch jemand, der dann kritisch die Dinge sieht. Ja? Und ja, das geht auch bis zu Sachen im ganz persönlichen Bereich, dass man sich da nicht selbst was vormacht. Also wo ich jung war, da war ich, hatte ich überhaupt kein Geld gehabt, also ganz arm gelebt, wirklich als Student. Aber ich hatte die schönste Mädchen der ganzen Stadt. Da war ich auch für bekannt, dass ich immer die schönen Mädchen hatte. Und dann war ich aber auch so realistisch, dass ich gesagt habe, okay, wenn du mal alt bist, ja, und bist dann vielleicht Busfahrer oder so, ja, dann wird das vermutlich extrem schwierig werden, sondern dann musst du schon auch materiell irgendwo vom Vermögen her so gestellt sein, dass du dann weiter die jungen, hübschen Mädchen auch bekommen kannst. Das gefällt jetzt vielleicht manchen nicht die Sicht, die sagen, das soll nicht so sein oder das sagt man auch nichts oder darüber spricht man nicht. Nee, aber ich sage, das ist eine Wahrheit, eine Tatsache. Das war schon immer so. Das war vor 2000 Jahren so, vor 3000 Jahren so. Das ist auch in allen Ländern der Welt so, dass die schönen Frauen, Sie haben es ja selbst gesagt, in Dubai, wo sie wohnen, dass die in der Regel nicht jetzt da sind, wo die erfolglosen Männer sind und auch nicht, wo die Armen sind, sondern da, wo die Erfolgreichen sind und auch die Reichen. Das sagt jetzt vielleicht mancher, das ist ungerecht, das gefällt mir nicht. Ja, aber es ist so, wie es ist. Und ich sage, dann kannst du natürlich dich darüber ärgern oder so, aber du kannst auch sagen, okay, das ist so und ich stelle mich jetzt mal darauf ein. Wunderbar, ja. Man kann das vorausplanen, genau. Nummer 3, wenn du nie scheiterst, hast du dir deine Ziele zu klein gesteckt? Also das ist auch ein Zitat in meinem neuen Buch von Gordon Moore, dem Gründer von Intel, der das so ähnlich gesagt hat, also gar nicht von mir ausgedacht. Aber ich habe das auch, nachdem ich die Autobiografie geschrieben habe, habe ich darüber gesprochen mit einem, der hat bei mir studiert, den ich sehr schätze, hochintelligenter Mann, der hat schon mit 1,0 das Abi gemacht, hat dann studiert, hat dann auch promoviert, habilitiert, Professor, ja. Und der sagt dann aber so zu mir, ja, aber Sie sind ja auch manchmal gescheitert in manchen Dingen im Leben. Was bei ihm nicht der Fall war, weil er ist den geraden Weg gegangen vom Abi zum Studium und er ist eigentlich sein Leben lang in der Schule oder an der Uni geblieben, hat auch Tolles da geleistet. Aber ich sage, wenn du nie scheiterst im Leben tatsächlich, dann ist das nur der Beweis. Also für mich ist so jemand dann, jemand, der sein Potenzial einfach nicht ausgenutzt hat. Ich möchte auch da ein Beispiel bringen. Wenn man jetzt trainiert, wer wird ja auch der eine oder andere kennen, Fitnessstudio, Bank drücken, also wenn man auf der Bank liegt und drückt der Hantel hoch. Und wenn jetzt da zum Beispiel jemand 10 mal 80 Kilo schafft, als Beispiel, ja, und er macht immer nur diese 80 Kilo, dann wird er vermutlich nie scheitern, ja, weil die schafft er ja. Und wenn er ganz sicher gehen will, nicht zu scheitern, dann legt er nur 60 Kilo auf, die wird er selbst an einem Tag schaffen, wo er mal nicht so gut in Form ist. Aber er wird auch nicht wachsen. Ja? Und wenn er aber mal dann 90 Kilo auflegt oder 100 oder 110, und das muss jemand auch dahinter stehen und aufpassen und vielleicht, weil er es dann halt nicht schafft, ihm hochhelfen, dann kann man sagen, ja, der ist ja gescheitert, der hat ja das Gewicht gar nicht geschafft. Was ist das für einer? Dann sage ich, ja, das ist einer, der wachsen will und der deswegen mehr Gewicht auflegt, als er sicher ist zu schaffen, weil wenn du nicht versuchst, über deine Grenze hinauszugehen, dann wirst du ja auch nie wissen, wo die Grenze ist. Und da gehört natürlich dazu, dass du auch mal scheiterst. Ja? Und deswegen, also um es ein bisschen überspitzt zu sagen, jemand, der nie scheitert, ist für mich ein Loser. Ja, das Gegenteil von Erfolg ist nicht Misserfolg, sondern eben nichts tun. Ja, sind wir uns einig. Selbstvermarktung, das ist jetzt Nummer 4, Selbstvermarktung und Eigen-PR sind wichtig. Wir haben es gerade schon ein Stück angeschnitten. Ja, also absolut. Das gibt ja viele Menschen,
Übrigens ganz interessant, ich habe jetzt das erste Mal seit bestimmt 20 Jahren den Playboy gekauft, gestern. Ja, warum? Weil von mir zwei Seiten Artikel drin sind im aktuellen Playboy. Ja. Und da geht es genau um das Thema, Bescheidenheit ist eine Zier, sage ich falsch. Ich sage sogar ein bisschen provokant, Narzissten kommen weiter im Leben. Ja. Und ja, warum? Das sind so Glaubenssätze, die haben viele Menschen beigebracht bekommen, sei kein Angeber oder Bescheidenheit ist eine Zier oder ich bin Hamburger, ich mache lieber auf Understatements und so weiter. Ja. Das passt nicht in die heutige Zeit hinein. Und du kannst natürlich diese Einstellung haben, aber dann musst du auch mit den Konsequenzen leben. Ja? Und vielleicht denkt mal jeder über die Firma nach, in der er arbeitet. Da gibt es so zwei Arten von Menschen oder drei Arten. Die einen, die können nichts. Und da gibt es auch manche Nichtskönner, die trotzdem sich ganz groß aufblasen und ganz großen Wirbel machen. Die nehme ich mal beiseite, weil von denen will ich jetzt nicht sprechen. Aber unter denen, ich spreche jetzt nur von den Könnern, unter den Leuten, die gut sind. Da gibt es zwei Leute. Die einen, die das auch nach außen verkaufen können, ja, und die anderen, die das nicht können. Und da hatte ich eine Erfahrung, früher, wo ich bei der Zeitung gearbeitet habe, bei der Welt, da war ein Kollege von mir, der lebt leider nicht mehr, Waldmann hieß der, der hat bis in die Nacht geackert, der hat die ganzen Seiten voll gemacht immer, ja. Es war ein richtiger Schaffer. Aber der war so bescheiden, der hat nicht mal seinen Namen über die Artikel geschrieben, sondern immer nur so eine Abkürzung, MAW, für Manfred Waldmann stand da. Und der war auch auf keiner Konferenz, hat sich nicht gezeigt. Und irgendwann mal habe ich zu meinem Chef, ich hatte ja noch über mir einen Chef gesagt, Mensch, dem Waldmann sollten Sie mal eine Gehaltserhöhung geben. Waldmann? Ja? Wer ist das? Ja, das ist der, der die ganze Arbeit macht, der immer sich den Arsch aufreißt bis die Nacht, ja, kannte der nicht, der kannte nur seinen Chef und das war ein toller Selbstvermarkter, der hat das Ressort geleitet, der war auf jeder Konferenz, hat auch Bücher geschrieben, ist überall rumgetanzt und ja, der hatte ein viel höheres Gehalt, ein viel höheres Prestige, ja, und hat vermutlich aber weniger sogar gearbeitet, der war auch nicht faul, aber als der andere. Und so ist das in manchen Firmen und das war auch in meiner Firma so, da hatte ich also einen Mitarbeiter, der war dem habe ich auch später die Firma verkauft. Und der war so, der hat immer, der war wie ein Huhn. Wie sind Hühner, immer wenn die ein Ei legen, gackern sie. Und so war der auch. Der hat immer gegackert, wenn er ein Ei gelegt hat, sodass man es auch gemerkt hat. Wenn ich den abends angerufen habe, Herr Frittis, was war heute Besonderes gewesen? Da hat er immer gesagt, gut war, erstens, zweitens, drittens, hat mir seine Leistung verkauft. Einen anderen Kollegen, der auch gut war, den habe ich angerufen, ja, was war heute gewesen? Nichts Besonderes so, ja. Gut, das heißt, das muss man lernen und da muss man auch mal die eigenen Glaubenssätze hinterfragen, weil manche Menschen, die sagen, ja, ich mache Qualität und die setzen sich ja von alleine durch dann. Da sage ich, das ist doch Quatsch. Das ist, da könnte auch Mercedes, die bauen gute Autos, wissen wir, da hätten die schon vor 50 Jahren sagen können, wir stellen erstens die Werbung ein, stellen das Marketing ein und stellen die PR ein, weil wir machen gute Autos. Das müssen die Leute von selbst merken. Haben die aber nicht gesagt, würden sie auch nicht sagen. Das heißt, das ist einfach eine falsche Vorstellung, gerade in der modernen Mediengesellschaft, wo so viel Sinneseindrücke und so viel Impulse auf die Menschen losgehen, dass ich nicht vermarkten musste. Und vielleicht noch ein letztes Beispiel. Nachdem ich mein Buch geschrieben hatte, Psychologie der Superreichen, da hat vorher eine Frau ein Buch geschrieben, Wege zum Reichtum. Das war auch eine Doktorarbeit bei dem gleichen Professor. Dann habe ich, die kannte ich nicht, dann habe ich der gemailt, ob sie mal so nett sein könnte, mir die Besprechungen, die über ihr Buch erschienen sind, zu schicken. Weil ich dachte, dann kannst du die gleichen Leute auch anschreiben, denen dein Buch schicken und dann interessieren sie sich für das Thema und besprechen dein Buch dann auch. Ja? Und dann sagt die, nee, also da gibt es gar keine, weil sie war der Einzige, der es besprochen hat. Dann habe ich gefragt, ja, haben sie sich da nicht ein bisschen drüber gekümmert? Das ist doch ein tolles Buch. Nee, war der egal. Das Buch war fertig und damit war die Arbeit erledigt aus ihrer Sicht. Ja? So, und für mich fängt dann die Phase 2 erst an. Also wenn ich ein Buch geschrieben habe, dann fange ich an und halte Vorträge, gebe Interviews, so wie hier Podcast, YouTube, schreibe in Zeitungen und mache den Verlag Druck. Was habt ihr für die PR gemacht? Mache aber auch selbst ganz viel für die PR. So, und das gehört einfach dazu. Und deswegen empfehle ich jedem Menschen, also
wenn man das, ja, ich weiß auch den Grund, warum manche Leute das nicht machen, die, weil sie diese Glaubenssätze haben, sei kein Angeber, die befürchten dann, dass es manche Leute gibt, denen das negativ aufstoßen könnte, die dann über den sagen, guck mal, was ist das für einer, das ist ja abstoßend, das ist Selbstvermarktung. Und das wird auch bei mir so sein. Natürlich merke ich mal auf Facebook. Natürlich, wenn ich dann was poste mit meinen Muskeln zum Beispiel, ja, oder was weiß ich, ja, da sage ich, Mensch, der Zinnmann und so, der ist ja ein Narzisst, da sage ich, ja, stimmt, und wo ist das Problem? Ich sehe kein Problem damit, ja. Aber es gibt natürlich Leute, die das stört. Und da muss man, das muss man von vornherein wissen, wenn man seine Persönlichkeit nach außen trägt, dann wird es manche geben. Ich habe ganz viele Fans und habe mich gerade gestern Abend mit einem getroffen, 20 Jahre alt, Top-Typ, der war ein Jahr in China, hat da seine eigene Firma gegründet und wollte von mir wissen, wie er weiter, was jetzt die nächsten Schritte sein sollen, habe ich mich mit ihm unterhalten. Also ich habe ganz viele Fans, ja, aber ich habe natürlich auch Leute, die dann sagen, Mensch, der Zittelmann, so, das ist doch dann mit den Muskeln und so, also das mag ich schon gar nicht, ja. Macht nichts, ist vollkommen okay, aber es gibt sicherlich keinen, der sagt, beim Zittelmann bin ich völlig emotionslos und teilnahmlos, das ist weder Fisch noch Fleisch, da habe ich gar keine Meinung dazu. Also diesen Menschen habe ich persönlich noch nicht getroffen im Leben. Super, das ist ja gerade auch wichtig für alle Menschen, die im Vertrieb sind. Wenn du dich selber, dein Produkt, deine Dienstleistung nicht verkaufen willst, dann wird es extrem schwierig, ja. Also hast du einen falschen Beruf gewählt. Wer ein Dachdecker, aber wenn einer Dachdecker wird und wird immer 5 Meter schon schwindelig, dann sage ich, dann bist du auch als Dachdecker falsch, ja. Und wenn du sagst, ich will bescheiden sein, halt nicht zur Selbstvermarktung, dann bist du auch im Vertrieb vielleicht falsch. Ja, absolut. Dann Nummer 5, habe keine Angst vor Autoritäten. Ja, das ist ganz wichtig. War bei mir immer schon so im Leben. Also ich habe auch immer Kämpfe gehabt mit Autoritäten. Ich hasse Autoritäten. Ja. Bin ich also absolut anti-autoritär. Die einzige Autorität, die ich nicht hasse, ist, wenn sie von sachlicher Kompetenz kommt oder wenn es meine Autorität selbst ist. Aber andere über mir war immer ein Problem. Deswegen schon in der Jugend mit dem Vater, der auch eine starke Persönlichkeit ist, ein toller Mann, doch noch gesund, lebt noch mit 90 Jahren. Wir verstehen uns super, aber in der Jugend war das anders. Da hat es immer gekracht und mit den Lehrern sowieso. Da bin ich von einer Schule geflogen, von der nächsten bin ich fast geflogen. Dann und es gab bei uns damals noch Noten für Betragen. Die gingen nicht bis 6, sondern nur bis 5. Und die meisten Mädchen hatten 1, die meisten Jungen 2. Und die nicht so gut waren, die hatten 3. Und ich hatte 5 als Einzige. Also ich bin immer schon, und das ging an der Uni weiter und auch mit den Chefs. Ich habe mir nie von irgendeinem Chef sagen lassen, was ich tun oder machen soll, sondern das habe ich selbst entschieden. Das ging mit manchen zum Glück gut, mit anderen auch nicht. Ja. Also ich bin ein Mensch, der keine Angst hat vor Autoritäten. Und das ist auch wichtig im Leben. Ich weiß noch, wie ich im Buchverlag war. Ich war ja Chefredakteur vom damals drittgrößten deutschen Buchverlagsgruppe, Ullstein Probilen. Da hatten wir so ein Werk, das hieß Probilen-Geschichte Deutschlands. Das waren ganz dicke Bände, ganz viele. Und da gab es Autoren, die haben immer ihr Manuskript nicht abgegeben. Ja? Einer, ist es wirklich übertrieben, der war 12 Jahre schon im Verzug. 12 Jahre. Ja? Andere waren 3 Jahre im Verzug, 4 Jahre. Und warum? Weil der Lektor, der sich darum kümmern soll, der hatte Angst vor Autoritäten. Der war ganz stolz, dass er den berühmten Professor, also war Hans Mommsen, einer der berühmtesten deutschen Professoren, dass er sich mit dem duzen dürfte. Und dann sagt er mir, ja, der Hans, der hat noch Verpflichtungen, aber im nächsten Jahr, also ganz sicher, da kommt es. Und der Hans hat ihm immer jedes Jahr die Geschichte erzählt, warum es nächstes Jahr kommt. Und im nächsten Jahr hat er ihm die Geschichte erzählt, warum es doch nicht ging und warum es aber im nächsten Jahr kommt. Und die Geschichte wollte der mir dann erzählen. Aber ich sage, wissen Sie, es ist nicht Ihre Aufgabe, den Scheiß, den der Professor Ihnen erzählt, weiterzugeben, sondern dafür zu sorgen, dass der endlich kommt. Und Professor hin oder her interessiert mich gar nicht. Wenn der Professor bei Rot über die Ampel fährt, dann wird er auch geblitzt und muss bezahlen. Und nicht, weil er Professor ist, gibt es eine Sonderregelung. Der hat einen Vertrag unterschrieben und da muss er das abgeben. Ja? Und dann habe ich die Sache auch selbst in die Hand genommen und habe dann Klartext mit dem gesprochen. Professor hin, Professor her. Ja? Und das heißt also, habe wirklich keine Angst vor Autoritäten und deswegen... ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn mir junge Menschen sagen, ich habe mich immer mit meinen Eltern und Lehrern gut verstanden, weil ich sage,
Wo hast du denn dann gelernt, dich gegen Autoritäten durchzusetzen und wann? So ähnlich wie, ein Schmetterling, der ist so das nächste, so ein Kokon ist als Raupe, ja? Der muss sich so rauskämpfen und man sagt, wenn man dem dabei hilft und schneidet das irgendwo auf, dann lernt er später nicht fliegen, ja? Und deswegen, also ich habe fliegen gelernt, weil ich hatte einen sehr starken Vater, sehr intelligent mit großer Persönlichkeit und da musste ich schon immer ankämpfen gegen den und das war natürlich damals schwierig auch, aber heute bin ich drüber froh, weil das ist ganz wichtig im Leben, dass man also keine Angst vor Autoritäten hat. Ja, ich erlebe das auch bei Verkäufern, gerade Verkäufer, die so aus dem praktischen Bereich kommen, wenn die dann irgendwann mal bei einer großen Firma zu einem Einkäufer sollen, dann haben die so viel Angst vor diesem Einkäufer, weil sie meinen, ja, der ist mir haushoch überlegen und der kauft so ein großes Volumen ein und ich komme eher aus dem praktischen Bereich. Und da denke ich jedes Mal, Mensch, ja, das ist, der verfolgt seine Ziele, du deine Ziele, such das Gespräch, guck, dass ihr was machen könnt. Keine also Angst vor zu sagen, vielleicht, weil es ja auch im Vertrieb geht, will ich da nochmal nachhaken und auch ein Beispiel bringen. Ich habe ja vorhin erzählt, wie ich bei der Volksfürsorge Versicherungen verkauft habe und so, der mich gecoacht hat, der Mann mit dem Realschulabschluss, den habe ich dann auch zu meinen Bekannten gebracht. Das war natürlich alles mit Doktor und Professor und was weiß ich. Ja. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, dass der nicht mehr richtig verkaufen konnte, das, was er mir beigebracht hat. Der hat dann im Zimmer gesessen und hat gesagt, ich biete nur an und ja, müssen überlegen, gut, komme ich nächstes Mal wieder. Und dann ist er nächstes Mal wiedergekommen, weil er muss nochmal überlegen. Dann habe ich gemerkt, das, was der sonst drauf hat und mir beigebracht hat, hat er auf einmal vergessen. Und dann war mir klar, warum. Der hat die auf so ein Podest gestellt. Ja. Dabei der Professor in Wahrheit hat von Finanzen, Versicherungen null Ahnung gehabt. Viel weniger, als er Ahnung hatte. Also es gab überhaupt keinen Grund, den auf ein Podest zu stellen. Aber der hatte halt diese Titel und da hat er den auf den Podest gestellt und hat sich dem unterlegen gefühlt. Und Menschen haben Gespür dafür, für Stärke und Schwäche. Und wenn sie sich unter jemanden stellen, ja, dann merkt der Mensch das und sieht es als das an, was es ist, nämlich als Schwäche. Und dann kannst du nicht verkaufen. Und da hat mir einer mal aus dem Vertrieb eine tolle Geschichte erzählt, also die dazu passt. Das ging im Immobilienbereich, war die Sonder-AFA-Zeit, Fördergebietsgesetz, wo es also mit Steuervorteilen, und er war jung im Vertrieb und hatte durch Zufall so einen mehrfachen Millionär kennengelernt. Und dann sollte der nach Berlin kommen und so eine Tour machen, Besichtigungstour, um diese Immobilien anzuschauen. Jetzt hat der das seinem Chef erzählt, der junge Verkäufer, und der Chef, der ist dann vorsichtshalber mal selbst mitgekommen, weil er dachte, naja, das ist ein wichtiger Kunde, da soll nichts anbrennen, da ist er dabei. Ja? Dann war der Tag, wo dieser Millionär angereist bekam und er hatte so im Sessel so ein bisschen so zurückgefläht, so, und die beiden saßen da und dann sagte er so, ach, mit dieser Tour, ich weiß nicht, das bringt nichts, also ich setze mich allein ins Taxi, ich brauche da niemanden, der mir irgendwie was da aufschwatzt oder so und ich gucke mir das alleine mal an vielleicht, ja. Und das ist klar, dann wäre aus der Sache nichts geworden, ja. Jetzt war die Frage, wie reagieren? Und der erfahrene Vertriebsmann, der erfahrene, überlegt einen Moment und ist ruhig und sagt dann ganz klar und einfach zu dem überheblichen, mehrfachen Millionär, reden Sie nicht so einen Scheiß. Reden Sie nicht so einen Scheiß. Da ist er natürlich erstmal zusammengezuckt, aber am Schluss hat er die Tour gemacht, ja. Weil der hat gezeigt, er hat keine Angst vor dem, ja. Der hat keine Angst vor dem. Und das ist ähnlich auch mit Frauen, ja. Also manche, die haben Angst, eine sehr, sehr schöne Frau anzusprechen, weil sie dann denken, oh, die ist so schön und da bin ich ja dagegen. Die ist bestimmt für andere da, aber ich kann doch so eine Frau gar nicht kriegen, ja. Das merkt aber diese Frau dann, wenn du diesen Komplex hast, wenn du dich hier unterlegen fühlst. Ich habe es immer umgekehrt gesehen. Ich habe immer so gesehen, erstens, ich will lieber eine sehr schöne Frau haben, zweitens, viele trauen sich sowieso nicht dahin zu gehen, also ist es gar nicht schwerer, die anzusprechen als eine, die vielleicht mittelmäßig aussieht. Also bin ich jetzt da hingegangen, ja, und habe die aber nicht auf irgendeinen Sockel dann gestellt, weil das merkt die Frau ja, wenn du schon kommst und fühlst dich irgendwo unterlegen dann in dem Moment. Ja, die den Mut haben, die bekommen dann die hübscheren Frauen, die größeren Kunden und die größeren Budgets.
Nummer 6, es ist nie zu spät, etwas Neues anzufangen. Ja, das habe ich ja für mich selbst bewiesen. Also ich habe mich erst mit 43 Jahren selbstständig gemacht. Ich war vorher Angestellter. Warum? Weil ich ein Sicherheitsmensch bin. Vielleicht nochmal zum Trost. Der eine oder andere ist vielleicht auch so ein Sicherheitsmensch, ja, und sagt, naja, da kann ich nicht Unternehmer werden. Ja, ich hätte mich natürlich viel eher selbstständig gemacht, wenn ich nicht so ein Sicherheitsfanatiker wäre. Ja. Wo ich jung war, da hat mir schon mal ein Freund gesagt, Rainer, du hast alles, was man braucht, erfolgreich zu werden, aber du wirst dir immer selbst im Weg stehen, weil wo andere 3 Dübel reinmachen, wenn sie ein Regal ranmachen, machst du ja 9 Dübel dran. Und das wird dir immer im Weg stehen. Da hat er auch recht gehabt. Trotzdem habe ich dann irgendwann den Mut gehabt, mich selbstständig zu machen. Und hat dann ja auch wunderbar funktioniert. Und das war aber erst mit 43 Jahren, wo andere vielleicht sagen, da bin ich zu alt. Und meine zweite Doktorarbeit, die habe ich ja mit 59 Jahren dann geschrieben. Und mir dann überlegt, was sind jetzt die nächsten Schritte, wie geht es jetzt die nächsten Jahrzehnte weiter? Habe ich mir jetzt auch Ziele gesetzt für die nächsten Jahrzehnte. Und weil ich eine andere Rechnung habe. Manche, wenn die 60 werden, die überlegen dann ja in 5 Jahren spätestens Rente, vielleicht kann ich aber auch schon mit 62 oder 63 in Rente gehen und stellen sich dann vor, wie sie ihren Garten umgraben oder ihre Briefmarken sammeln oder Golf spielen oder so, ja. Das ist aber nicht so mein Ding. Ich habe das anders gesehen. Ich habe eine andere Rechnung. Mein Vater, habe ich ja gesagt, ist 90. Der schreibt noch Bücher. Der hat jetzt erst vor 2 Jahren eine tolle Biografie über Kepler geschrieben, über den Astronomen, 1200 Seiten. Er ist auch jetzt bei seinem nächsten Buch wieder dabei. Der ist 90. So, wo ich 60 geworden bin, habe ich folgende Rechnung aufgemacht. Ich habe erst mit 30 richtig angefangen zu arbeiten. Warum? Ich habe vorher studiert. Ich habe meine Doktorarbeit geschrieben, ich habe mein zweites Staatsexamen gemacht, also eine maximal lange Ausbildung. Da ist man dann halt erst 30, wenn man anfängt, Geld zu verdienen. Aber wenn ich sage, ich habe mit 30 angefangen und hoffe mal, wenn der liebe Gott es mir erlaubt, dass ich so wie mein Vater mit 90 auch noch aktiv sein kann, dann ist 60 doch genau die Halbzeit. Ja? Dann heißt mit 60, jetzt setzt du neue Ziele und startet durch. Und wenn mir dann einer erzählt, ja, ich bin ja jetzt schon 50 Jahre, da ist es auch viel zu spät, noch was Neues anzufangen. Das ist totaler Quatsch so. Das ist wirklich absoluter Unsinn, ja. Es ist wirklich nicht zu spät, was Neues anzufangen. Und ich hoffe, dass ich auch noch mit 70 irgendwo sage, so, was sind jetzt die nächsten großen Ziele, die ich mir setze. Ja, das Alter ist nur eine Zahl und das ganze Rentensystem ist eine Erfindung von Menschen. Also von daher, die Frage ist, woran orientiert man sich? Sehr, sehr schön. Die Sie nicht kennen, Herr Dr. Zittelmann, wie alt sind Sie? 62. 62. Attacke. Nummer 7. Was dir keinen Spaß macht, lass von anderen erledigen. Also auch dazu eine Geschichte. Neulich habe ich den Dirk Grossmann kennengelernt von der Drogerie, mehrfacher Milliardär. Und wir haben es auch gut verstanden, haben uns seitdem auch ein paar Mal getroffen. Und es ist aber ein ziemlich provokanter Typ. So nach einer halben Stunde habe ich so im Gespräch auch sowas Ähnliches gesagt. Also ich mache nur Dinge, die mir Spaß machen. Andere Sachen mache ich gar nicht. Da hat er gesagt, also Herr Zittelmann, also das war jetzt der größte Blödsinn, den Sie in der halben Stunde, seit wir uns kennen, gesagt haben. So, ja? So ist der aber. Ich habe darauf reagiert und habe dann gefragt, wie wir dazu kommen. Er hat mir dann erzählt von seinen Verpflichtungen, von seinen Sachen, die er jetzt da alle machen muss, obwohl sie nicht so Freude machen. Da ist mir aufgefallen, das gibt's bei mir wirklich so gut wie nicht. Ich mache mal eine gewisse Einschränkung. Ich glaube, dass tatsächlich 98% der Sachen, die ich mache, machen mir Freude. Es gibt jetzt nochmal 2% Sachen. Neulich, da musste ich also lange mit dem Lektor, der gerade die englische Ausgabe von meinem Buch Die Gesellschaft ihre Reiche lektoriert. Das war schwierig, der hatte da hunderte Fragen, auch nicht alle Fragen waren wirklich sinnvoll und weiterführend. Und das war also eine Arbeit, die hat mir jetzt keine Freude gemacht. Also das gibt's natürlich, aber ist ganz, ganz selten bei mir. Ja? Und ich tue tatsächlich alles delegieren. Und das war immer schon so. Jetzt sagen die Leute, Herr Zittelmann ist ja reich, da kann er delegieren. Falsch. Ich habe schon als Kind delegiert. Warum? Ich hatte 3 Schwestern, die konnten dann alle Sachen machen, die mir keine Freude gemacht haben. Vielleicht gemein war aber so. Ja? Und wo ich dann studiert habe, dann war es so,
ich habe also nicht gern sowas gemacht wie tapeziert oder mit Umzügen dann irgendwo die Tür neu gestrichen oder so und Waschmaschine reparieren konnte ich auch. Ich hatte aber einen Freund, der konnte das alles. Ich habe dafür dem mal geholfen, ein Referat zu schreiben, was mir sehr einfach auf wenig Zeit gekostet hat, und der hat dafür diese ganzen Sachen bei mir gemacht. Und so habe ich mein Leben lang, auch das ist bis heute so, ich mache nicht mal den Friseurtermin selbst aus, ich mache auch nicht den Arzttermin selbst aus. Und die Assistentin, die fragt mich einmal in der Woche, welche Lebensmittel ich brauche per Mail, dann schreibe ich dir das, dann sagt die das meiner Putzfrau, die Putzfrau geht einkaufen und stellt die dann bei mir in den Schrank und die bringt auch die Sachen zur Reinigung und holt die wieder ab und so. Also und viele Menschen, die begreifen das nicht, auch jetzt auf die Arbeit bezogen, meiner Meinung nach besteht jede Tätigkeit aus zwei Teilen. Der eine Teil, dafür braucht man Wissen, Kreativität und Erfahrung. Das ist auch in der Regel das, was Freude macht. Und der andere Teil ist Routine. Das ist, was keine Freude macht, in der Regel. Und die meisten Menschen, die machen alles zusammen. Ich nicht. Ich mache seit über 20 Jahren Veranstaltungen im Immobilienbereich. Ich habe jetzt 360 Seminare und Kongresse schon veranstaltet im Immobilienbereich. Mache ich auch bis heute. Und da ist die Arbeit so aufgeteilt, 5% der Arbeit mache ich und 95% der Arbeit machen andere, an die ich es delegiere, wobei ich mehr verdiene in dieser Konstellation. Warum? Weil das, was eigentlich bezahlt wird, sind die Ideen. Ich habe die Idee, zu dieser Veranstaltung müsste man ein Thema machen. Ich habe das Wissen, diese Referenten sollte man einladen. Der Rest, was aber die Arbeit macht, also die alle anschreiben, 10 Leute terminlich unter einen Hut zu bringen, das mit dem Hotel zu koordinieren, mit dem Techniker die Unterlage anzufordern von denen, die Rechnung rauszuschicken, dann die zu mahnen, dann mit dem Copyshop, dass die Unterlagen kopiert werden, denen hinterherzulaufen. Das ist ja, das macht viel, viel mehr Arbeit. Aber ich würde gar nicht auf die Idee kommen, das zu machen. Das machen andere Leute. Ich mache nur das, was mir Freude macht. Ja? Und das habe ich so, also mein ganzes Leben, ich habe das vorhin erzählt, ich habe tatsächlich erst einmal im Leben einen Flug gebucht, obwohl ich eine Zeit lang jeden Tag fast geflogen bin. Also wo ich meine Firma hatte, bin ich bestimmt 3-4 Mal die Woche geflogen. Ja? Ich würde mir das durchaus zutrauen. Ich habe es auch tatsächlich dann einmal geschafft. Das war so die schwierigste Sache. Da war ich in Amerika, habe ich einen Flieger verpasst nachts und da war niemand da in Deutschland, der mir das hätte machen können. Und da musste ich dann selbst einen Flug canceln und umbuchen und für meine Freunde neu buchen, was alles in Englisch, obwohl ich gut Englisch spreche, nicht ganz so einfach ist, wenn man da mit den Leuten spricht. So, also ich kann das schon, aber ich habe das auch seitdem nicht mehr gemacht. Nicht, weil ich es mir nicht zutraue, sondern weil ich das Prinzip habe, alles, was auch ein anderer kann, soll ein anderer machen. Und dadurch habe ich immer viel, viel Zeit. Also ich habe noch nie eine Freundin gehabt, die mir vorgeworfen hat, du hast zu wenig Zeit für mich. Und die sagen auch immer, du bist so entspannt, du wirkst gar nicht gestresst. Ja? Und ich kenne viele Vorstände von Unternehmen, die wirken immer so gestresst und das und das und das und das. Ja? Warum? Weil sie alles selbst machen wollen und nicht die Sachen delegieren wollen. Warum? Weil sie haben falsche Glaubenssätze. Ein Glaubenssatz heißt zum Beispiel, ach, bevor ich es dem erklärt habe, habe ich es ja selbst 3-mal gemacht. Ja, stimmt, natürlich, die ersten 3 Male, vielleicht auch die ersten 3 Monate. Aber irgendwann haben sie es dem erklärt und dann macht er es. Und dann der zweite Glaubenssatz, ja, dann wird es ja nicht so gut, wie wenn ich es selbst mache, weil nur wenn ich es selbst mache, wird es richtig gut. Mag sein, da muss man lernen, auch mit 90% Perfektionismus zu leben. Also ich bin Perfektionist, aber da muss man bei manchen Sachen halt auch 90% oder 95% akzeptieren, wenn es dann andere macht. Aber für die letzten 5% jetzt nochmal genauso viel Arbeit rein zu investieren wie die anderen 95%, dann mache ich doch lieber wieder andere Sachen, die produktiver sind in der Zeit. Absolut. Das ist, glaube ich, das gilt für jeden Buchautor. Das perfekte Buch ist das, was nie zu Ende geschrieben wird. Sondern man ja, das war Karl Marx, der war so, der hat das Kapital, glaube ich, das war auf 6 Bände angelegt. Der erste Band, der ist, und da hat er Jahrzehnte für gebraucht, weil er musste immer noch das lesen und das und das und das. Und sein Freund, der Friedrich Engels, der hat ihn immer getrieben, jetzt mach's, bring's doch mal fertig, nee, ich muss noch das. Und was ist passiert? Tatsächlich ist nur einer dieser 6 Bände dann zu seinen Lebzeiten erschienen. Der arme Friedrich Engels musste dann
bis zu seinem Tod damit verbringen, aus dem ganzen Manuskriptbuch den Band 2, den Band 3 dann zusammenzuschreiben. Also das hat der Engels eigentlich zu Ende geschrieben. Und dann war der auch schon tot. Und dann hat der Karl Kautsky, der hat dann, das heißt Theorien über den Mehrwert, die anderen Bände irgendwo fertig gemacht, alles aus den Manuskripten von Karl Marx. Und da habe ich immer mir geschworen, also so soll es mir jetzt nicht gehen. Und da muss man dann auch einfach mal einen Strich drunter machen. Ja, ich habe einmal den Fehler gemacht, wo ich an der Uni war, da wollte ich mich habilitieren nach der Promotion. Da habe ich unglaublich viel Material gesammelt. Am Schluss war das ganze Zimmer von oben bis unten voll mit Material, das und das. Habe mich aber ein bisschen verzettelt und habe nicht angefangen. Und am Schluss habe ich dann auch diese Sache nicht vollendet. Und das war dann so, weil ich gerne die Sache eigentlich zu Ende bringe, war dann immer wie so ein Stich in mir, dass ich gesagt habe, das passiert dir nicht mehr. Jetzt künftig, dann machst du einen Strich und sagst so, jetzt ist es fertig. Genau. Nummer 8. Habe keine Angst, andere um einen Gefallen zu bitten, in Klammern, aber tu auch etwas für sie. Also das mache ich ganz, ganz oft, ja, dass ich Menschen frage, können sie dies oder jenes für mich machen oder mir erklären. Ich habe da natürlich auch viel gelernt. Ja. Also wo ich bei der Zeitung Die Welt war, habe ich ja irgendwann mit dem Immobilien- und Fondsbereich angefangen, hatte aber nichts davon verstanden damals und brauchte natürlich Leute, die mir das erklären. Ja. Und da habe ich das immer so gemacht, wir hatten so ein tolles, exklusives Restaurant im Springerhaus, wo eigentlich nur der Vorstand gesessen hat, die Frau Springer, der Aufsichtsrat. Man dürfte aber auch als Journalist da sitzen, wenn man wichtige Leute eingeladen hat. Die anderen waren alle in der Kantine. Die anderen waren in der Kantine und haben irgendeinen Scheiß geredet, wie blöd die Arbeit ist und über Kollegen hergezogen und gelästert. Und das habe ich nach 4 Wochen gemerkt, also das ist ja, da wirst du ja verblödet. Ich habe dann schon selbst angefangen, mir zu überlegen, ob ich was mitlästern kann. Hab das, sag mal, bist du jetzt vollkommen verblödet so und habe dann das anders gemacht. Ich habe dann immer jemanden eingeladen, oben in diesem exklusiven Springer-Club hieß das, 3-4 Stunden Mittagessen verbunden, dass der mir Sachen beibringt. Also zum Beispiel Steuerberater von den renommiertesten Steuerkanzleien, da haben wir dann gesagt, heute ist Thema Immobilienbesteuerung in Großbritannien. Es sollte das natürlich aber nicht nur für mich Nutzen haben, sondern für den auch. Und ich habe da natürlich einen Artikel draus geschrieben, wo ich dann den erwähnt habe. Das war für den eine gute PR, eine gute Reklame. Der renommierte Steuerexperte von Arthur Andersen hießen, die noch damals, später Ernst & Young, sagt das und das. Also er hat was von gehabt, ich habe was von gehabt und habe gelernt, die Leser, die haben was davon gehabt. Und ich habe also immer in meinem Leben gelernt, Menschen zu fragen. Mir hat meine Freundin gesagt, wer nicht fragt, was er will, bekommt auch nicht, was er will. Ja? Und das geht bis in jeden Bereich hinein. Ich hatte mal einen guten Freund, der hatte so wie die meisten Männer auch irgendwelche manchmal ausgefallenen sexuellen Wünsche. Ja? Und hatte aber nicht getraut gegenüber seiner Freundin, das irgendwo vorzubringen, sagt, Mensch, ich hätte mal Lust, das und das. Stattdessen ist er heimlich zu irgendwelchen Nutten gegangen und hat das gemacht. Ja. Ich sage, Mensch, warum fragst du mal deine Freundin? Mehr als Nein sagen kann die doch gar nicht. Aber hat er sich nicht getraut? Ja. Und so ist bei mir, also ich habe immer das gesagt, was ich will in jedem Bereich. Ja. Und auch andere Menschen um Gefallen gebeten. Und klar, dann aber auch immer überlegt, was kann ich für andere Menschen tun? Ich tue gerne Dinge für andere Menschen und ich erwarte auch nicht, dass es 1:1 zurückkommt gleich. Ich gehe auch manchmal gerne in Vorleistung, sage, ich mache jetzt einfach mal was für den anderen. Ja, klar, wenn ich dann irgendwann merke, das ist ganz einseitig und er nutzt einen aus und das ist so einer vom Typ immer nur, ich nehme, nehme, nehme und gebe dir was, dann thematisiere ich das dann aber auch. Dann sage ich, guck mal, ich habe jetzt das und das für dich gemacht, ja. Ich fände es jetzt eigentlich fair, wenn du jetzt auch mal umgekehrt was für mich machen würdest. Ja, das thematisiere ich dann. Und wenn er das dann nicht macht, dann gut, dann ziehe ich auch meinen Schlussfolger. Aber erstmal gehe ich in Vorleistung durchaus. Und es ist so, manche Leute, die haben Angst, ja, ich kann dem anderen noch nicht die Zeit stehlen, ja, indem ich denen dann irgendwas frage oder so, ja. Falsch, ja. Die meisten Menschen, die irgendwas gut verstehen von irgendeinem Thema, die tun doch gern ihr Wissen zeigen. Jetzt, zum Beispiel, ich frage Sie jetzt, weil ich weiß nicht, Herr Kräuter, was ist Ihr Hobby so, also außerhalb von dem, was Sie so, haben Sie noch irgendein Hobby so, was Sie richtig schon lange gerne
gerne machen. Stand-up-Paddling. Was ist das? Stand-up-Paddling. Das ist auf dem großen Surfbrett mit einem Paddel übers Meer, über den See, über Flüsse zu paddeln. Das mag ich gern. Das ist ein Hobby. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich hätte mir jetzt was gekauft, weil ich irgendwo gehört habe, ja, und würde Sie jetzt fragen, Mensch, ich habe da keine Ahnung von und ich bin da ganz neu. Können Sie mir mal ein paar Tipps geben? Was soll ich jetzt machen? Mhm. Ausgesetzt, Sie hätten jetzt Zeit und sind nicht total hektisch und was anderes. Also ich wette, Sie könnten 1-2 Stunden mir erzählen und das wäre auch gar nicht negativ für Sie. Sie würden mir helfen, aber Sie würden es gern machen. Warum? Weil Sie würden mir gern zeigen, was Sie alles wissen. Klar. Und so bin ich auch. Mache ich auch im Moment so. Ich zeige gerne, was ich weiß. Und das machen die meisten Menschen gerne. Und das muss man jetzt nur ausnutzen, indem man zu den Leuten hingeht und sagt, sag mir mal was darüber und dann kann ich doch das Wissen anzapfen. Und da tue ich ja dem anderen nichts Schlechtes damit. Im Gegenteil, der fühlt sich doch selbst wohl. So, mir macht es jetzt Spaß, wenn ich alles, was ich denke und weiß und meine Meinung erzählen kann. Und so sind auch die meisten Menschen. Aber warum nutzen das nicht mehr Leute für sich aus? Und mehr als dass der andere Nein sagt oder sagt, im Moment passt mir jetzt gerade nicht, kann doch nicht passieren. Aber wenn ich gar nicht frage, habe ich auch keine Chance. Und das ist ja auch etwas, was im Vertrieb super funktioniert. Wenn ich mit einem potenziellen Kunden im Gespräch bin und der, na, er weiß noch nicht, ob er kauft oder nicht kauft, wenn ich da mal 2-3 Fragen stelle und sage, Mensch, Sie haben Ihr Unternehmen ganz alleine aufgebaut. Wie haben Sie es gemacht? Oder Sie sind so erfolgreich. Was sind Ihre Erfolgsgeheimnisse? Wenn er dann erzählt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er nachher auch kauft. Also Sie kennen bestimmt, merke ich jetzt, ja, aber es ist auch Ihre eigene Erfahrung bestimmt, das Buch von Frank Betker, Lebe, ja. Begeistert und Gewinne. Und der sagt genau das auch als Beispiel. Ja, das war so eine Situation, die er beschreibt. Da war er bei einem, wollte eine Lebensversicherung verkaufen. Der sagt, bleiben Sie weg. Also ich habe gerade eine abgeschlossen. Also verschwenden Sie bitte nicht Ihre Zeit. Brauche ich nicht. Ja? Dann hat er genau diese Schlüsselfrage gestellt. Ja, okay, verstehe ich. Mich wird mal was anderes interessiert. Wie haben Sie eigentlich angefangen? Und das habe ich mir dann auch gemerkt als Schlüsselding. Weil ist doch jeder Unternehmer, mache ich auch, wenn man da fragt, wie war das, dann erinnert man sich an die schwierigen Zeiten und wie das toll. Das ist genau, wenn ich so Paare kennenlerne, manchmal da frage ich, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Mhm. Dann erzählen die doch gerne, sind in dieser Zeit, wo sie noch frisch verliebt waren, so wieder zurückversetzt. Das spricht doch ein Mensch gern bei. Also diesen Tipp von Ihnen und auch aus dem Buch von Frank Betker, also das Buch kann ich sowieso jedem, wer Vertrieb macht und hat nicht das Buch von Frank Betker gelesen, da sage ich, hör auf wieder, du bist falsch hier in dem Job. Du musst Frank Betker lesen, Leben, Begeistert und Gewinne. Das ist wirklich ein super Buch, ja, und das gibt ja genau auch diesen Tipp so. Okay, wir werden es in den Shownotes zusammen mit Ihren Büchern entsprechend verlinken. Dann Nummer 9, Ehrlichkeit zahlt sich aus. Also ganz, ganz wichtig, ja. Natürlich, jeder Mensch hat im Leben schon mal gelogen und die meisten ziemlich oft, ja. Jeder nehme ich mich auch nicht aus, gibt keinen Menschen, der immer ehrlich war. Aber, alle Menschen, die mich kennen, sagen, ich habe eigentlich noch keinen Menschen getroffen, der so ehrlich ist, wie du bist, so. Ja, da bin ich auch stolz drauf, ja. Und klar, wie gesagt, auch ich bin einer, der mal lügt und schon mal geschwindelt hat und auch schon mal eine Freundin betrogen hat, gebe ich alles zu. Aber ist bei mir wirklich eine seltene Ausnahme. Bin so erzogen worden, habe aber auch die Vorteile von gesehen im Leben. Ja, warum? Ist doch so. Wir checken doch andere Menschen danach ab, können wir denen trauen, ja oder nein. Und dafür haben wir so ein Bauchgefühl, eine Intuition, haben wir so Antennen. Die wichtigste Antenne ist die Ehrlichkeitsantenne. Bei manchen Menschen, da merken wir schon so, dem kann man wohl nicht so richtig trauen. Durch unbewusste Signale, egal was der sagt. Das sind leichte Zuckungen neben dem Auge beim Reden. Das ist Schwankungen in der Stimme. Das ist was in der Körperhaltung. Die meisten Menschen können auch diese Unehrlichkeit nicht verstecken. Bei mir ist ganz schlimm, kann ganz schwer lügen. Deswegen so, also meine Freundin weiß es, die nimmt mich dann manchmal ins Verhör und hast da jemand doch neu kennengelernt oder so, dann, die sagt, du kannst zum Glück nicht lügen, so, ja. Und das ist bei mir wirklich so, dass mir das ganz schwer fällt und ich sofort ertappt werde. Jetzt gibt es natürlich Ausnahmemenschen, die können sehr gut lügen. Zum Beispiel Bernie Madoff, das war ja so ein Betrüger, der hat,
ich glaube, 60 Milliarden seine Klienten erleichtert. Aber das ist die Ausnahme zum Glück. Die meisten Menschen können das nicht so gut. Und deswegen sage ich, wenn du willst, dass andere dir vertrauen, dann ist das Einfachste, dass du vertrauenswürdig handelst und auch sogar vertrauenswürdig denkst, also ehrlich denkst. Weil die anderen Menschen merken das und schenken dir dann das Vertrauen. Und Rockefeller, der also der reichste Mann in der ganzen Geschichte war, wenn sie es hochrechnen auf heutige Werte, war der auch reicher als heute Jeff Bezos oder Bill Gates oder Warren Buffett. Der hat gesagt, mein ganzen Erfolg im Leben, was ich hatte, kommt dadurch, dass ich anderen Menschen vertraut habe und andere Menschen mir vertraut haben. Auch ein Zitat aus meinem neuesten Buch, Die Kunst des erfolgreichen Lebens, da ist auch ein Kapitel über Vertrauen drin, genau wie in meinem Buch Setz dir höhere Ziele, was Sie erwähnt haben, ist auch ein Kapitel über Vertrauen drin. Und die Frage ist, wie erreichst du das, dass andere Menschen dir vertrauen? Indem du ehrlich bist einfach, weil die Menschen spüren das, der ist ehrlich und dann vertrauen die dir und erzählen dir alles. Und Vertrauen kommt auch dadurch, dass man gerade mal auch Dinge erzählt, ehrlicherweise, die nicht so positiv sind. Zum Beispiel, wo ich meine Autobiografie geschrieben habe, da habe ich das verschiedenen Leuten zu lesen gegeben und ein toller Kritiker immer von mir war mein ehemaliger Chef bei der Welt, Löffelholz, der ist leider gestorben letztes Jahr. Der hat das alles gelesen, der war immer sehr kritisch mit mir und er sagt, also erzähl mal, was Sie da schreiben, zum Beispiel mit dem Alkohol, dass Sie Alkoholprobleme hatten, also das würde ich jetzt doch auf jeden Fall weglassen und das würde ich auch weglassen. Nein, ich habe gerade die Sachen auch reingeschrieben, wo ich weiß, die werden als Schwäche ausgelegt oder kommen nicht so gut an und dadurch wirkt aber auch dann der Rest überzeugender, dann glauben an die Leute auch die positiven Sachen. Weil wenn Sie jetzt nur schreiben, Buch, alles ist mir gelungen und toll und ich habe immer alles richtig gemacht, da sagt doch jeder, das kann gar nicht stimmen, weil so Menschen, die gibt es doch in Wahrheit gar nicht. Das heißt, das ist auch dumm einfach, weil kein Mensch wird dann auch den Sachen, die ja zutreffend sind, glauben. Deswegen ist es richtig, wenn du auch negative Sachen, das ist auch ein Beispiel vom Vertrieb. Ich habe mal eine Immobilienfirma aus Österreich geholfen, die wollten in Deutschland in den Vertrieb gehen. Da habe ich ihm Kontakte gemacht zu, also war ein Fondsanbieter, war Tochter der Bank Austria. Und dann habe ich ihm hier Kontakte gemacht mit Vertrieben, zum Beispiel Tochter von der Deutschen Bank und von der Dresdner Bank oder freien Vertrieben. Und dann ist der dahin mit mir und hat sich vorgestellt. Und seine Fonds sind gut gelaufen, aber der hat auch ein, zwei, die nicht so gut gelaufen sind. Und da hat er immer ganz ausführlich von den Fonds erzählt, die nicht so gut gelaufen sind und wie er das gehandelt hat. Und hinterher haben mir die Leute gesagt, das fand ich klasse, weil die anderen, die erzählen immer nur alles, was super ist. Und der hat mir auch von den Dingen erzählt, die nicht so gut gelaufen sind. Und dadurch haben die dem vertraut. Schönes Beispiel. Ich hab ein einfaches Wort. Manchmal überlegen ja auch die Leute eine Krise und Schwierigkeiten, was soll ich sagen und wie soll ich es darstellen? Ich sag einfach die Wahrheit. Ich habe einen Spruch, die heißt, die Wahrheit ist der beste Trick. Okay. Lassen wir so stehen. Nummer 10. Sei zuverlässig ohne Einschränkung und ohne Ausnahme. Also, da bin ich wirklich ein absoluter Fanatiker, muss ich dazu sagen. Absolut. Habe auch noch niemanden in meinem Leben getroffen, der jetzt da so extrem ist wie ich. Ist für meine Mitmenschen nicht immer angenehm. Ja? Für mich selbst ist aber vollkommen okay. Ich habe ja in meinem Leben schon Hunderte, wenn nicht Tausende Aufsätze, Artikel geschrieben. Ich habe noch nie auch nur eine Minute später abgegeben als versprochen. Nie, weil ich mir meistens einen Zeitrahmen gesetzt habe, weit vor dem Abgabedatum. 95% habe ich es weit vorher abgegeben und die restlichen 5% habe ich es halt dann abgegeben, wann es vereinbart war. Und dadurch habe ich das Image bei den Menschen von Zuverlässigkeit. Also sie wissen einfach, wenn der Zittelmann etwas sagt, dann kann ich mich 100% drauf verlassen. Ja? Und es ist auch mit der Pünktlichkeit so. Also natürlich komme ich auch mal zu spät. Das passiert eigentlich aber nur dann, wenn ich wohin fliege. Ja? Weil die Flieger haben oft Verspätung, das muss man natürlich wissen, da plane ich immer schon ein bisschen Zeit ein, also Puffer, aber ich kann jetzt nicht immer 5 Stunden eher losfliegen, weil vielleicht heute der Flieger
4 Stunden Verspätung hat, sondern ich plane dann vielleicht mal eine Dreiviertelstunde Puffer ein und wenn es halt länger ist. Aber wenn man das mal ausnimmt, da bin ich immer pünktlich, ja. Und zwar mit pünktlich meine ich also auch jetzt nicht 5 Minuten zu spät, sondern exakt zu der Zeit oder meistens vor der Zeit. Weil ich plane ja immer einen Puffer ein und da bin ich natürlich meistens schon ein bisschen eher da. Jetzt erinnere ich mich, ich hatte mal mit einem Kunden und auch Freund ein Abendessen, der war Vorstand von einem Unternehmen und der war eher anders als ich. Ja? Und dann kommt der pünktlich und sagt, ja, ich meine, heute bin ich ja pünktlich, weil ich ja weiß, dass Sie da so ein bisschen eigen sind. Ich meine, klar, finde ich klasse. Und dann fügt er was hinzu, nicht bös gemeint, weil wir uns gut verstanden, aber er hat schon so gemeint, er sagt, aber Zittelmann, so Leute wie Sie sind eine Qual für sich selbst und für Ihre Mitmenschen, war dann seine These. Da habe ich ihm gesagt, okay, darf ich Sie mal was fragen? Wen auf der ganzen Welt würden Sie am liebsten treffen von allen lebenden Menschen, wenn Sie morgen um 20 Uhr die Gelegenheit hätten, diesen Mensch zu treffen? Das ist jetzt schon einige Jahre her, das sagt er mir damals, Roman Herzog war damals der deutsche Bundespräsident. Da wären uns beiden sicherlich ein paar andere Leute eingefallen. Bei mir wäre es vielleicht Warren Buffett oder Arnold Schwarzenegger. Aber okay, bei ihm war es halt der Roman Herzog. Und da habe ich gefragt, und wie viel würden Sie dann zu spät kommen zu dem Treffen morgen 20 Uhr? 10 Minuten, eine halbe Stunde. Wie viel wären Sie zu spät? Oder nur 5 Minuten? Nein, nein, da wäre ich bestimmt schon eine halbe oder eine Viertelstunde eher da. Ich sage, sehen Sie mal jetzt, und ich finde mich so wichtig wie Roman Herzog und die Menschen, die ich treffe, finde ich auch so wichtig wie Roman Herzog. Da konnte natürlich überhaupt gar nichts mehr dagegen sagen. Ja? Also wenn Sie einen anderen Menschen wichtig finden, Respekt haben, dann sind Sie auch zuverlässig und das ist mir auch wichtig für mein Image. Ich kenne jetzt Menschen, die total unzuverlässig sind. Ich hatte mal ein Mädchen kennengelernt, war ich noch, sehr hübsches Mädchen, auch sehr nett, aber die war super. Da konnte man sich nie drauf verlassen. Die hat fast jedes Mal in letzter Sekunde abgesagt, verschoben und ja, eine Stunde später oder gar nicht oder am nächsten Tag. Und bei der konnte man sich auf nichts verlassen, so, ja. Die hieß Laura, ich habe die immer Chaos-Laura genannt, deshalb, so, ja. Hab mich dann auch nicht lange mit der getroffen, weil mich das so, weil wir hatten jedes Mal Streit und Stress, hat sich dann entschuldigt, hat geheult und wird anders, ist aber nicht anders geworden, ja. Und so ein Mensch, wo man immer schon sagt, ach, auf den kannst du sowieso nicht verlassen, der erzählt viel, wenn der Tag lang ist. Das wäre das Schlimmste, wenn Menschen das bei mich sagen. Ich möchte, dass die Menschen sagen, am Zittelmann weiß man immer, woran man ist. Wenn der was zusagt, dann ist es 100% genau wie das die Tagesschau. Die kommt ja auch um 20 Uhr und nicht um 20.02 Uhr oder um 20.05 Uhr oder so. Die kommt um 20 Uhr. Das ist ganz sicher, ja. Und ich sage den Leuten, das habe ich auch ein Kapitel in dem Buch Die Kunst des erfolgreichen Lebens, sich selbst gehorchen. Ja? Wer sich nicht selbst gehorchen kann, ist auch ein Zitat da drin. Der muss anderen gehorchen. Ja, das fällt mir ja sehr schwer, habe ich ja schon gesagt. Anderen zu gehorchen fällt mir sehr schwer. Aber wenn du anderen nicht gehorchen kannst, dann musst du dir selbst gehorchen. Und das ist ja bei vielen Vertriebsmenschen das Problem. Als Angestellter, du musst um 9 Uhr da sein und wenn du 10 Minuten später da bist, kommt der Chef oder sogar eine Stechuhr da und dann kriegst du ja einen Anschiss und so. Und wenn du dann da bist, dann sagt er dir auch, was du heute machen musst und kontrolliert es auch. Der Mensch im Vertrieb, ja, der kann auch theoretisch so lange schlafen, wie er will. Der muss auch, der kann auch erst um 12 aufstehen oder macht auch mal gar nichts. Da kommt ja in der Regel keiner. Der merkt es natürlich am Schluss an seinem Gehalt dann, dass das nicht stimmt. Ja. So, und das sage ich, wer im Vertrieb ist, und die Disziplin hat und sagt, ich stehe genauso auf und fange um 8 an, als ob ich jetzt Angestellter wäre und gebe mir selbst Befehle. Ja, der ist klasse. Und ich habe auch ein Zitat von Karl Lagerfeld drin, der also das gesagt hat. Der hat gesagt, die Leute sagen über mich, du bist Deutscher, du hast Disziplin. Da sagt er, nein, anders. Ich bin Autofaschist, sagt er. Ich bin ein Diktator. Ich gebe mir selbst Befehle und ich dulde keinerlei Diskussion, wenn ich mir Befehle gebe. Deswegen hat er auch in 13 Monaten 42 Kilo abgenommen. Das geht nicht ohne Selbstdisziplin. Also deswegen Zuverlässigkeit, ganz, ganz wichtig, damit Sie auch das Image haben bei anderen Menschen, nicht, dass es ein Schwätzer, sondern dass die Leute, die auch vertrauen, nicht nur in die Ehrlichkeit, sondern auch, dass sie sagen, jawohl, wenn der was verspricht, dann hält er es auch.
Ja, klasse. Für Verkäufer unabdingbar. Ein Verkäufer, der etwas verspricht, was er nicht hält, wird nicht lange Karriere machen. So, jetzt haben wir noch Nummer 11 und 12. Und das sind zwei Sachen, die mir ganz besonders gut gefallen. Nummer 11 ist, mache einen Sport daraus, das Nein zu überhören. Also mache einen Sport daraus, das Nein zu überhören. Also das ist natürlich ja ganz wichtig für Verkäufer, ja. Also das weiß ja auch jeder, das ist ja eine Binsenweisheit, wer beim Nein dann aufhört, ja. Also das ist ja Quatsch. Ich hatte gerade vorgestern so eine Situation. Ich kaufe seit langer Zeit jetzt mal wieder Immobilien. Also eine verkaufe ich, andere kaufe ich. Und dann ich wollte vorher den unterschriebenen Kreditvertrag der Bank. Ich habe jetzt einen Notartermin am 30. August. Dann spreche ich mit dem gestern und sage, also ich brauche bis dahin den unterschriebenen Kreditvertrag. Ach, das kann keine Bank, das kann keine Bank auf der Welt. Also das ist unmöglich, weil wir brauchen auch ihre Unterlagen zum Prüfen, Bonität. Da habe ich gesagt, was brauchen Sie? Ja, schicke ich Ihnen eine Mail. Nee, sagen Sie es jetzt, ich schreibe es auf, was brauchen Sie? Dann fragt er, wann haben Sie es? Wann habe ich das? Sag ich, das haben Sie in 3 Stunden alles. Ja? Wie lange brauchen Sie denn, um das zu prüfen? Das haben Sie in 3 Stunden. Er dachte, das dauert jetzt bei mir eine Woche, bis ich es zusammengesucht habe. Aber ich habe ja die Sachen geordnet bei mir. Ich bin auch schnell zur Bank, habe aktuelle Auszüge geholt. Hat er auch in 3 Stunden gehabt. Dann sagt er, Jan, da müssen wir ja noch eine Gutachterin hinschicken. Die muss ja noch das begutachten. Und er sagt, wenn wir das Telefonat fertig haben, dann ruft sie jetzt an und sagen Sie, sie soll morgen dahin fahren und sich das anschauen. Ich sag ja nicht, ich brauche übermorgen den Kreditvertrag. Ich brauche den vor dem 30. August. Und da haben wir noch 9 Tage Zeit. Ja, das schafft also keine Bank der Welt. Das ist unmöglich. Aber ich sage, wissen Sie, ich sage jetzt mal eine Sache. Stellen Sie sich jetzt mal vor, ich würde Ihnen sagen, wenn Sie es nächsten Mittwoch fertig haben, komme ich mit einem Geldkoffer, wo in 500.000 Euro Scheine drin liegen. Für Sie persönlich als kleine Anerkennung dafür, dass es möglich war. Würden Sie jetzt auch weiter Ihre Zeit verschwenden, mir zu erklären, warum es nicht geht? Oder würden Sie jetzt anfangen zu überlegen, wie Sie es doch möglich machen? Dann wollte er sich so rausreden. Er sagt, nein, sagen Sie mir jetzt was mit dem Geldkoffer. Wie das wäre. Natürlich, Sie würden alles tun, um es möglich zu machen. Ich habe den Geldkoffer nicht, gebe ich zu. Aber es wird möglich sein. Und dann hat er die Unterlagen gehabt und dann schreibt er mir eine Mail. Ja, übrigens, ich habe die Gutachterin vorhin angerufen und die guckt morgen, also heute, guckt die sich das an. Ob es jetzt klappt, weiß ich nicht, weil die sagen dann auch, Vorstand muss, das habe ich auch schon mal gemacht, dann sagen sie, der Vorstand, der muss eine extra Sitzung dann halt machen dafür. Ja, dann müssen die halt eine extra Sitzung machen, weil ich sage, die sind nicht die günstigste Bank, aber dann müssen sie auch die schnellste sein. Weil wenn sie nicht die günstigste sind und auch nicht die schnellste, dann sind sie die falsche für mich so. Ja? So. Ob es jetzt klappt oder nicht, weiß ich nicht. Ja, aber ist ganz oft so, also in Kleinigkeiten schon, wenn ich gehe ins Restaurant und sage, ich möchte Omelette. Ja, haben wir nicht auf der Speisekarte. Ja. Haben Sie Eier? Ja. Haben Sie eine Pfanne? Ja. Was spricht dagegen, Omelette zu machen? Ja. Dann habe ich so lange überredet, bis das Omelette dann da war. Dann sage ich dann mal, was war jetzt das Problem? Ja, wenn Sie das machen und dann sehen das andere Gäste, könnte ja sein, die kommen auch auf die Idee, ein Omelette zu bestellen. Was passierte? Also jetzt wirklich lustig. 10 Minuten später kommt ein Freund, ein bisschen zu spät, also wir waren zu 2 schon da gesessen und sagt, oh, was haben Sie da auf dem Teller? Sieht gut aus. Bestelle ich jetzt auch ein Omelette? Das war natürlich lustig. Also das heißt, nein, das ist auch, wenn ich im Club Mädchen angesprochen habe und sage in meinem Gleichspruch, ich sage, darf ich zum Getränk einladen? Ja? Und dann sagt die nein, ja, dann überhöre ich das. Ich tue so, als ob ich es gar nicht gehört hätte. Ich sage, ich habe jetzt nicht verstanden, was wolltest du haben, so, ja, so, also als ob ich das jetzt gar nicht gehört habe, ja. Klappt natürlich nicht immer, also natürlich nicht, ja. Bei vielen Neins bleibt es dann auch. Aber meine Lebenserfahrung, in 50% der Fällen, wenn sie es weiter versuchen, ja, Flieger, passiert mir auch manchmal, ist ein anderer Flieger Sitzplätze geändert, ja. Dann soll ich auf einmal am Gangplatz sitzen. Ich hasse aber Gangplätze, weil ich schlafe immer beim Fliegen, ich brauche einen Fensterplatz. Und dann bleibe ich so lange da stehen, ja, bis, ja, und meine Freundin habe ich es auch schon beigebracht, die hat es also gelernt, die hatte
Gerstenkorn und da muss man sofort, wenn man das auch nur merkt, antibiotische Salbe oder Tropfen reinmachen. Nicht erst ein paar Stunden später, wird es gleich unterdrückt. Jetzt waren wir irgendwo am Wochenende, da gab es auch keinen Arzt mit Rezept. Da habe ich gesagt, geh in die Apotheke und akzeptiere einfach nicht das Nein. Ja? Und die hat es dann tatsächlich geschafft und kam wieder ganz stolz, ja, mit dem an sich verschreibungspflichtigen Ding, hat sie das Nein nicht akzeptiert. Und jetzt beim letzten Urlaub, den hat sie organisiert, ich brauche immer einen Drucker in meinem Zimmer. Ja? Wir waren in sehr teuren Hotels, also Übernachtung 1200 Euro. Ja? Und dann hat sie gesagt, der braucht einen Drucker. Ja? Und dann, nee, also das Drucker haben wir nicht, also das ist bei uns nicht. Wir sind auch ein Boutique-Hotel, müssten Sie wissen. Ja? Das ist Schwachsinn, also heißt Boutique-Hotel, bei uns ist der Service jetzt schlechter oder wie. Und die hat so lange rumgemacht in beiden Hotels, also wir waren zwei Hotels, hat mein Drucker gestanden. Ja? Aber warum? Weil sie das einfach von dir gelernt hat, kein Nein zu akzeptieren. Ja? Natürlich, man ist da nicht immer erfolgreich im Leben, ja, aber für mich ist es richtig ein Hobby. Ich mache mir einen Sport daraus. Einfach das Nein, und das ist natürlich im Verkauf absolut essentiell. Ja? Wer da keine Freude dran hat, dann das Nein in das Ja umzuwandeln, ja, der soll sofort am gleichen Tag, kündige deinen Job als Vertriebsmann, geh zum Jobcenter, frag, ob die irgendeinen Job für dich haben oder bewerb dich beim öffentlichen Dienst oder irgendwas anders, ja, aber wer keine Freude hat, Nein in Ja zu verwandeln, ja, der ist im Vertrieb 100% falsch. Ich genieße es, Ihnen zuzuhören, das ist ein tolles Interview. Vielen, vielen Dank dafür. So, jetzt haben wir noch final die Nummer 12. Und das ist natürlich der krönende Höhepunkt. Ohne Akquise und Networking wirst du keinen Erfolg haben. Also ist ja ganz klar, alles ist Akquise. Ja? Und wenn sich Leute selbstständig machen, dann frage ich immer zuerst, wie kommst du an deine Kunden und bist du ein guter Verkäufer? Weil manche denken, die Fachkompetenz, die langt, dass sie sich fachlich auskennen. Zum Beispiel macht einer eine Firma auf für Suchmaschinenoptimierung, ist da auch ein großer Crack, aber er kann keine Akquise oder hat da irgendeine innere Hemmschwelle. Ja, ich gehe doch nicht Klinken putzen und so und bin doch kein Verkäufer und so weiter. Ja, dann darfst du nicht selbstständig werden, weil für jeden Selbstständigen, für jeden Unternehmer ist ja das Wichtigste, Kunden zu gewinnen. Und Kunden zu gewinnen, die kommen ja nicht zu dir. Ja, das ist auch, Sie wissen, ich bringe mal gerne das Beispiel mit den Mädchen. Ja, die Leute haben mich schon früher gefragt, also wo ich arm war. Ja, heute sagen sie, jetzt sind wir alles reich, deswegen hat er immer die hübschesten Frauen. Vielleicht, aber ich hatte ja auch schon, wo ich arm war. Ja, und warum? Das gab es nur einen Grund. Ja. Ich weiß noch, ich war mal im Fitnessstudio und da war so ein junger Mann, der hat gestaunt, Mensch, ich habe hier schon mit 3, 4 überhaupt die hübschesten Mädchen bei uns im Studio gesehen. Wie machst du das überhaupt? Ja? Da war ich schon älter. Da habe ich gesagt, als erstes mal sage ich ehrlich, wenn du jetzt mehrfacher Millionär bist und Bentley fährst, gebe ich zu, ist einfacher, als wenn du auf einem verrosteten Fahrrad kommst und hast Hartz IV, gebe ich ehrlich zu. Zweitens, wenn du humorvoll bist, ja, ist es viel einfacher, als wenn du immer so ganz ernst und sachlich bist. So, ja? Und ich bin ja ein humorvoller Mensch. Ja? Und das Dritte habe ich gesagt, wenn du so einen Körper hast wie ich, ja, besser als 99% meiner Mitmenschen, ist besser, als wenn du so eine Wampe hast. Aber, habe ich gesagt, alles spielt eine viel geringere Rolle als ein einziger Punkt. Da sagt er, was ist das denn? Was ist denn das eigentliche, der wichtige Punkt? Dann guck mal, trotz all dieser Sachen. Bei mir hat noch nie an der Tür ein hübsches Mädchen geklingelt und hat gesagt, ich würde dich gerne kennenlernen. Wir sprechen auch im Club keine Frauen an, die mir gefallen. Das muss ich selbst machen. Akquise. Ja? Ohne Akquise geht das nicht. Und das habe ich schon als junger Mann gelernt. Ich weiß, ich war einmal, war ich mit einem Freund ein paar 20 im Club. Wir fahren nach Hause und der hat so einen Ford Mustang gehabt, ja. Und da bin ich neben ihm gefahren. Wir waren ein bisschen frustriert und er sagt, Scheiße, wieder keine da gewesen. Da habe ich gesagt, wie meinst du das, wieder keine da gewesen? Er sagt,
Ich sage, da waren ein paar andere Frauen, du wirst mir nicht erzählen, dass dir keine einzige gefallen hat. Doch, doch, klar, schon, aber ich habe heute auch einen Pickel und ich denke, die Haare, die gehen mir aus. Aber wir hatten ja beide ganz volle Haare, andere als heute. Ja? Und ich sage, und außerdem noch was, ich finde es so blöd, dass wir immer die Frauen ansprechen sollen. Kann es denn nicht so sein, auch, weil dass die Frauen mal zu uns kommen? Sie jetzt regen, die sind ein paar tausend Jahre alt. Die ändern sich nicht heute Abend für uns. Ich sag dir, warum wir niemanden kennenlernen. Weil wir zu blöd sind, sonst gibt es keinen Grund. Ja? Und dann habe ich mir beibringen lassen, ich hatte einen Freund, der hat immer ganz viele Frauen kennengelernt. Und da habe ich gesagt, bring mir das bei. Und bin mit dem mitgegangen, habe dazugeguckt, erst mal aus der Entfernung sicher, dass mich niemand damit in Verbindung bringt, wie der Frauen angesprochen hat. Und habe mir das von dem beibringen lassen. Ja? So. Und das ist also in jedem Lebensbereich, so auch wo ich meine Firma hatte. Ja, da ging es ja nur um Akquise. Ich hatte ja die führende PR-Firma im Immobilienbereich in Deutschland. Aber habe ich was von PR verstanden? Nee, eigentlich nicht. Ich habe zum Glück einen Mitarbeiter gehabt, dem habe ich auch später verkauft, der hat was von verstanden. Ich habe nie diese Journalistengespräche vereinbart oder begleitet. Konnte ich auch gar nicht so. Ja, aber was ich konnte, war Akquise. Ich bin überall hingefahren und habe Kunden gewonnen und dabei ging es nicht darum, irgendwie Kunden zu gewinnen, ja, sondern von 10 Gesprächen, die ich geführt habe, hat eins nur zum Vertrag geführt. Dabei waren bestimmt 6 oder 7, die gerne mit mir zusammengearbeitet hätten, aber zu ihren Bedingungen. Ich habe gesagt, bei uns gibt es nur Ganzjahresverträge und die kosten so zwischen 8.000 und 10.000 Euro im Monat. Also wir sprechen hier von ungefähr 100.000, 120.000 Euro im Jahr und du musst dich für ein Jahr verpflichten. Da gab es natürlich manche, ja, ich würde es ja machen, aber nur für 5.000 und der andere, ich würde es machen, aber nicht diese lange Verpflichtung, ich möchte jeden Monat kündigen können oder erstmal nur für ein Vierteljahr oder was weiß ich. Ja. Und ich habe aber das ganz strikt durchgezogen. Ich habe gesagt, 95% Konsequenz, 5% habe ich ein bisschen Sachen eingebaut, wo ich dem anderen mal entgegengekommen bin, damit er das Gefühl hat, er hat ein bisschen was für sich rausgeholt. Und da war ich auch ganz strikt in der Akquise. Ich weiß auch, ich hatte einmal ein Gespräch, das war lustig, mein Mitarbeiter saß daneben, der hat nur den Kopf geschüttelt hinterher. Da fragt die potenzielle Kundin, fragt so mittendrin im Gespräch, ich habe gemerkt, die wollte, ja, über den Preis. Kann man da auch verhandeln? Fragt sie. Habe ich nur gesagt, nein, und habe weitergeredet. Ja. So, das, also Akquise, merken Sie, macht mir richtig Spaß, habe ich Freude dran, ja. Und da gehört natürlich die Frustrationstoleranz dazu. Da gehört dazu, dass Sie wissen, dass die meisten Sachen nicht funktionieren, ja. Und das weiß doch jeder. Wenn mir einer erzählt, ja, wenn ich im Club bin, also ich bin bei jeder Frau, die ich anspreche, erfolgreich, dann weiß ich schon, der erzählt einen totalen Scheiß. Weil die Wahrheit ist immer, du kriegst mehr Absagen als Zusagen. Ich weiß nicht, wie es bei George Clooney ist, ob es da anders ist, keine Ahnung, aber bin ich nicht, ja. Normal, du kriegst mehr Absagen als Zusagen. Normal, musst du hinnehmen. Und dafür brauchst du natürlich ein Selbstbewusstsein, ein Selbstwertgefühl, dass du das nicht persönlich alles auf dich beziehst, sondern als völlig normal ansiehst, dass du im Vertrieb, in der Akquise mehr Absagen. Und deswegen, Akquise ist alles im Leben, in jedem Bereich, Netzwerke zu bilden, muss dir Freude machen und du hast ja nichts zu verlieren. Wenn man jetzt, wie haben wir uns jetzt kennengelernt? Ich habe gehört, ja, der ist interessant, der ist wichtig, der ist klasse. Ich habe ihn einfach geschrieben und mein Buch geschickt. Sonst wäre es, die hatten zwar schon meine Bücher gekannt, aber sonst hätte man es vielleicht später erst kennengelernt oder gar nicht. Ja? Aber ich habe den Schritt gemacht. Außer, dass ich jetzt sage, nee, interessiert mich nicht oder will ich nicht. Was hätte passieren sollen? Und das habe ich bei ganz vielen Leuten so gemacht. Ich war einmal im Urlaub auf Bali und da habe ich das neueste Buch gelesen von Jim Rogers. Jim Rogers hat auch ein tolles Buch geschrieben, Investment Biker, der schon in jungen Jahren als Partner von George Soros sehr, sehr reich geworden und ist dann 3 Jahre mit dem Motorrad um die ganze Welt gefahren. Steht auch im Guinness Buch der Rekorde. Später noch mal 2 Jahre mit dem Auto um die ganze Welt. Und ich liege im Liegestuhl in der Sonne in Bali, auf Bali und lese sein neuestes Buch und da steht, er ist nach Singapur gezogen. Und ich wollte sowieso nach Singapur die Woche drauf. Und da habe ich ihn gegoogelt und habe ihm eine Mail geschrieben, sie kennen mich nicht, aber ich kenne ihre Bücher und ich bin gerade in Bali, habe natürlich noch einen Link zu meiner Webseite, so dass er weiß, wer ich bin.
Ja, die gibt es natürlich auch in Englisch. Ja, und habe gesagt, ich würde sie gerne nächste Woche einladen zum Abendessen. Und er hat gesagt, ja klar, kann man machen. Habe ich den kennengelernt, wo ich nächstes Mal in Singapur war, habe ich mich wieder mit ihm getroffen und hat mir sogar später für mein Buch Reich werden und bleiben, ich habe ihm da das englische Manuskript geschickt, sogar eine Empfehlung dann, die ich vor dem Buch abgedruckt habe. Warum? Alles im Leben ist Akquise und wer da keine Freude dran hat, der wird es sehr, sehr schwer haben, insbesondere also Selbstständigkeit. Da gibt es da nur einen Weg, wenn Sie selbst jetzt fachlich total gut sind, aber mögen keine Akquise oder sind nicht gut, müssen Partner suchen, der Vollblutverkäufer ist, dann geht es auch wieder. Aber ohne Akquise sich selbstständig zu machen, das ist genau, würde vielleicht Charlie Manger zu sagen, wie als Einbeiniger am Wettbewerb im Arsch treten teilzunehmen. Also funktioniert nicht so. Absolut. Herr Dr. Sittelmann, das ist klasse. Ich könnte jetzt noch ein bisschen weitermachen. Ihre Bücher haben unglaublich eine unglaubliche Content-Dichte. Und es sind halt alles Themen, die mich unglaublich interessieren. Deswegen, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir das irgendwann nochmal fortsetzen. Sie haben ja schon angedeutet, Dubai könnte Sie und Ihre Freundin auch interessieren. Also von daher, vielleicht können wir das sogar mal live und in Farbe als YouTube-Video dann in Dubai aufnehmen. An der Stelle sage ich erstmal herzlichen Dank. Wir werden alle Bücher entsprechend verlinken. Wir werden es über die sozialen Medien entsprechend verbreiten. Und ich kann jedes Buch, was ich von Ihnen je in der Hand hatte, aus tiefstem Herzen nur empfehlen. Und ich glaube, jeder, der jetzt immer noch zuschaut oder zuhört, nach einer Stunde 20, wird sagen, ein interessanter Typ. Und da gucken wir mal genauer hin. An der Stelle, Herr Dr. Sittelmann, herzlichen Dank. Und ganz herzlichen Dank auch. Ich wünsche Ihnen sonnige Grüße nach Berlin und allseits fette Beute. Ganz herzlichen Dank. Hey, und wenn dir das jetzt gefallen hat, dann lass mir einen Daumen nach oben da. Gerne unten einen Kommentar, dass wir ein bisschen interagieren können. Und aktivier die Glocke. Hier unten gibt es die Glocke. Und du erfährst immer dann, wenn es ein neues Video gibt, automatisch von den News. Also, lass uns interagieren. Liebe Grüße, fette Beute.